Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Age of Empires 3, zu einem 3 vs 3, dass ich hier einfach mal reingejoint bin. Alles sehr ähnliche Ränge, alle zwischen 19 und 22, glaube ich. Ich bin also auch mittendrin, Deckern, 3 vs 3 und wir werden gleich sehen, wie die Teams aufgeteilt sind. Ich spiele mit einem zweiten Leutnant und einem Hauptfeldwebel gegen einen ersten Leutnant und zwei Hauptfeldwebel, ist also total ausgeglichen. Nur unser zweiter Leutnant hat nur Stufe 25 mit den Japanern. Das wird uns total zurückwerfen, habe ich so das Gefühl. Das könnte also noch ein größeres Problem werden. So, wir brauchen als erstes mal hier den ersten Coureur de Bois. Bon, je ferai bien. Je le ferai bien. Wo lauft ihr denn hin? Chasseur. Gut, dann mache ich, wenn er schon Kaff macht, mache ich Mask. So, der Speer darf mal hier überall alles aufdecken. Prêt. Très bien. Oui. Correct. Très bien. Die wollen jetzt schon die FB setzen. Ich weiß nicht, gar nicht, wie hier alles ausschaut. Masson, chasseur, votre ordre? Masson, chasseur. Oui. Votre ordre? Correct. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, was Kanter bedeutet. Oui, correct. Chasseur. So, holen wir uns gleich mal die Jagdhunde. Oui. Oui, correct, très bien. Bonjour. Erzadern, die Chasseur, gezeigt werden. Oui. Ich glaube nicht, dass wir das Chasseur brauchen werden. Hier sind die Feinde. Gibt es hier gleich mal Schätze? Ah ja, hier ist nochmal ein Holzschatz, der sich lohnen könnte. Ja, dann hole ich mir doch noch den Holzschatz als nächstes. Oui. Oh, oh Gott, was war denn hier wieder mein normales Deck? Ich glaube, das eigene Deck, oder? Ja, müsste so sein. Holen wir uns gleich die drei Couröre. Frei. Holen uns den nächsten Schatz. Kann man die eigentlich schießen hier? Ja, kann man. Was soll damit sein? Okay, die wollen da vorne die FB bauen. Kein Problem. Geht in Ordnung. Oui. Die wollen über eine Seite direkt angreifen. Normalerweise geht man ja immer eher über die Mitte. Prêt. Je le ferai bien. Mal schauen, vielleicht kann ich dem hier den Schatz wegschnappen. Je le ferai. Ja, kann ich. Ich finde das gerade genial. Prêt. Oui. Bûcheron, bonjour. Bûcheron, bonjour. Das war jetzt gerade ein bisschen sehr genial. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das so geschafft habe. Mit dem Schatz wegschnappen. Zeigt uns jetzt nur ein paar Goldadern, aber ich meine immerhin. Korrekt. Gut, was gibt's denn jetzt hier noch für Schätze? Ah, der ist schon weg. Ah, der ist uninteressant. 100 Nahrung, den hole ich mir. Très bien. So, aber FB, das heißt, wir müssen gleich mal zwei Stück nach hier vorne schicken. Und wir brauchen natürlich noch ein Haus, ganz klar. Das mit den Waschgoldminen, da warte ich mal noch. Der baut hier seine Schreine hin. Achso, ja, ich hätte mir vielleicht auch noch einen Handelsposten sichern müssen. Das da habe ich leider nicht dran gedacht, um ehrlich zu sein. Ja. Bûcheron. Die haben dasselbe vor. Bûcheron. Bonjour. Da bin ich jetzt ein bisschen unschlüssig, wie wir da rangehen wollen an die Sache. Ja, der baut jetzt hier schon seine Kaserne.
Bonjour. Korrekt. Ich hole mir jetzt trotzdem hier mal gleich das noch. Bûcheron. Handelsposten. Prêt. Die haben dieselbe Idee scheinbar gehabt. Très bien. Ja, ja, genau. Jetzt baut er hier den Stall. Das Problem ist, wir werden gleich sehr viel Holz brauchen. Wir müssen also schnell alles aufsammeln. Votre ordre? Ramasseur. Oui, chasseur. Bonjour. So, dann sammelt mal schnell. Je le ferai. Oui. Bonjour, très bien. Jetzt brauchen wir nämlich schnell Holz. Ich bin fast ein bisschen spät dran, um ehrlich zu sein. Viel Kuhröhre ist, glaube ich, nicht schlecht. Prêt. Maçon. Bûcheron. Votre ordre? Oui. Prêt. Ramasseur. Votre ordre? Chasseur. Bonjour. Je le ferai. Soll ich hier gleich mal die Herde ein bisschen schießen? Chasseur. Okay, okay, okay. Ja gut, wir werden hier natürlich gleich angegriffen, klar. So, muss ich hier gleich mal die Musketiere raushauen. Oh, da kommt schon Kraft. Oh shit, da kommt schon Kraft. Okay, müssen wir uns gleich zurückziehen. Bonjour. Gleich mal zurückziehen hier. Oui, chasseur. Votre Bonjour. Oui, chasseur. Und eventuell bauen wir gleich nochmal hier eine weitere Kaserne. Chasseur. Votre ordre. Oui. Shit, das ist zu viel hier. Zu viel Kraft. Na gut, dann gehen wir hier nochmal in den Nahkampf. Okay, das ist jetzt ein bisschen unschön. Der Situation, in der wir uns hier befinden. Ein bisschen sehr unschön. Das hat mal überhaupt nicht geklappt. Wie viel Kraft die auch einfach haben. Wenigstens können wir hier ein bisschen was machen. Ja, wobei, das bringt uns jetzt nichts. Machen wir das mal so. Wir brauchen mehr Nahrung. Aber am besten Nahrung, die in der Nähe ist. Wie noch diesen Elefanten hier. So, die Kaffee hat ganz gute Arbeit geleistet von Gelb. Das ist sehr schön. Sehr stark. Ich hole mir gleich mal wieder Holz, dann müssen wir das nicht sammeln. Oui, chasseur. So, gleich weiter Armee bauen. Bonjour. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, er braucht Hilfe. Okay. Ich würde erst sagen, zurück. Warum müssen die da jetzt so weit weglaufen? Bonjour, très bien. Das war richtig dumm von denen. Oui. Komm, noch mal ein paar Truppen bauen. Und wie wäre es, wenn ihr hier mal alles einsammeln würdet? Oui. Oh Mann, die haben echt viel Truppen. Oui, oui. Das wird auf jeden Fall interessant werden. Okay, dann greifen wir wohl jetzt an, würde ich sagen. Ab in den Kampf. Ich brauche vor allem wieder Häuser. Und ich schicke mir gleich nochmal Armbrustschützen, dass wir hier das ein bisschen abdecken können. So, hier kämpfen wir. Nein. Mehr Truppen bauen. Ja, Nahrung wird hier so ein Problem werden. Hier nochmal
hinschicken. Okay, unbedingt eine zweite Kaserne wieder bauen. Jetzt kommen hier noch die Einbruchsschützen dazu. Wir stehen, denke ich, wieder einigermaßen gut da. Bauen den Marktplatz, bauen die Häuser, bauen hier die Upgrades. Hier Truppen. Okay, wir haben uns gut verteidigt, würde ich mal sagen. Gefällt mir. Ja, wir werden aber... Oh, shit. Ah, so viel Kraft. Das war jetzt natürlich nicht so sondern nicht gut. Okay, ich lasse die Armee aber mal hier gleich stehen. Und baue noch mal ein paar Musketiere. Ah, nee. Jetzt habe ich aus Versehen die Kuröre. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Chasseur. Oui. Chasseur. Wir haben nur bald keine Nahrungsquellen mehr. Das beängstigt mich ein wenig. Okay, die wollen hier pushen. Dann pushen wir mal ein bisschen mit. Wo sind jetzt hier die Feinde? Ah, hier rechts. So, ich glaube, das ist schon pushen das Richtige. Aber ich muss das Siedler weiter bauen. Das schläft leider gerade ein bisschen. Ja, Häuser wären auch nicht schlecht. Masson. Bûcheron. Votre ordre? Oui. Hier ist doch ein Chasseur. Bonjour. Prêt. Chasseur. Votre ordre? Masson. Bûcheron. Und doch den Elefanten. Wir kämpfen. Votre ordre? Okay, jetzt kriegen wir langsam aber sicher ein paar Nahrungsengpässe, leider. Gehen wir mal vielleicht noch da oben hin. Bûcheron. Très bien. Chasseur. Okay, ein paar können aber auch zum Gold wieder hin. Okay, wir sind gut dabei, würde ich mal sagen. Ja, ich habe jetzt leider hier die Kaff-Upgrades drin, das bringt mir gar nichts. Holen wir nochmal die Bibel. Okay, wir müssen weiter pushen. Ganz klar jetzt. Dann macht wahrscheinlich ein Agent trotzdem keinen Sinn, obwohl einer ist schon geaged, ne? So, wo kommt die Verstärkung? Ich habe doch hier... Achso, die werden gerade noch ausgebildet. Masson. Bûcheron. So. Bonjour. Oui, chasseur. Meine Armee muss hier doch mit. Ich weiß nur gerade nicht, wo wir genau hin müssen. Hier hin. Deswegen pumpe ich jetzt einfach Truppen weiter durch. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus, oder? Sehr schön. Haben wir uns sehr gut verteidigt zunächst. Und jetzt können wir hier ein bisschen kämpfen. Oh ja, da kommen die Feinde schon. Wenn man hier die Patrone rausgibt. Immer schön weiter Truppen machen. Oder ist der nächste im Festungszeitalter angekommen? Gar nicht so gut. Okay, aber den Kampf ist heute trotzdem derzeit nach derzeitigen Stand gewinnen.
Jetzt habe ich nur langsam echt Nahrungsengpässe. Das darf nicht passieren. Prêt. Oui, chasseur. Oui, à l'attaque. Chargez. Votre oui. Okay, ich tue hier mal kurz einreißen alles. Wir müssen jetzt eigentlich auch mal Ressourcen sparen, Freunde. Bonjour. Sonst haben wir bald ein großes Problem. Très bien, chasseur. Votre ordre. Masson, Bûcheron. So. Okay, ein Teammitglied ist schon mal im nächsten Zeitalter, das ist sehr gut. Oh, Spione, okay, hier sind Truppen. Hier kommen ein paar Truppen. Was sind das hier überhaupt? Briten, das sollten wir nicht die Häuser einreißen. Deswegen gehen wir hier mal gegen den Chinesen. Es gibt so leider einen Lag. Ich hoffe, keiner fliegt raus. Weil es gerade ein sehr, sehr spannendes 3 vs 3 ist, wie ich finde. Macht mir sehr viel Spaß, weil noch ist nichts verloren hier. Ich müsste halt echt nur langsam mal ins nächste Zeitalter kommen. Das wäre recht wichtig. Mit Münzen kaufen. Nein, für Münzen verkaufen, bitte. Und dann nochmal ein bisschen Nahrung verkaufen. So, und dann machen wir hier mal weiter. Schreiten schnell ins nächste Zeitalter voran. Und wir können schon wieder zu kämpfen. Da machen wir auch gleich mit und kämpfen mit. Weil die halt natürlich Upgrades hier haben, wir leider nicht. Wir sind ein bisschen langsam dabei. Okay, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Immer schön die Truppen zusammenhalten, ganz wichtig. Ja, ich brauche viel mehr Gold jetzt. Ganz schnell sogar. So, genau, wir kämpfen hier. Ich glaube, vielleicht vor allem ohne raus. Ja, die Kartoner machen auf jeden Fall viel Ärger. Geht mal ihr noch auf Gold hier. Hier noch hier auf die Nahrung. Bonjour. Ramasseur. Prêt. Oui, chasseur. Weil wir werden eigentlich viel mehr. Ramasseur, votre ramasseur. Mehr Gold. Bonjour. Masson, Bûcheron. So, aber soweit so gut, soweit so gut. Ich muss weitergehen, weitergehen, weitergehen. Wo gehen wir jetzt hin? Okay, hier kommen schon. Aber das sind Dragoner, das ist nicht so gut. Die Dragoner müssen wir angreifen. Vielleicht sollten wir auch, weiß ich nicht, sollten wir ein paar Anti-Dragoner bauen? Naja, gut, wir sollten vor allem Plankler jetzt bauen. Okay, dafür brauchen wir aber viel mehr Gold. Gold, Gold, Gold. Deswegen muss ich hier noch stärker jetzt auf Gold gehen. Oui, bonjour. Weg von der Nahrung, stärker aufs Gold. Ja, wir müssen hier mal weitermachen. Okay, da hoch, da hoch, da hoch, schnell. Die sterben zu schnell. Ganz gefährlich. Okay. Noch ein paar Plänkler jetzt hier in Auftrag geben, bitte. 1000 Gold wären wichtig. Und gleich noch die Plänkler-Upgrades. Wie viel Gold haben wir hier noch? Ja, ist noch genügend Gold da. Alles gut. So, die Häuser einmal noch bauen. Aber so langsam kriegen wir auch hier Nahrungsprobleme. Ah, da oben sind halt auch die ganzen Feinde. Also wir müssen jetzt hier wieder ordentlich Truppen auch nachliefern. Ganz klar. Jetzt haben die keine Nachkampfkraft gemacht, wir können also mehr auf Plankler gehen. Und der eine ist raus, jawohl, Orange ist raus, sehr schön.
Damit haben die anderen auch gesehen, dass es vorbei ist. Damit haben wir gewonnen. Sehr schön. GG, schreiben wir auch gleich. Das war doch ein sehr cooles Game. Am Anfang wurden wir hier stark unter Druck gesetzt auf Deckern. Aber, Freunde, wir konnten uns erfolgreich verteidigen und konnten dieses Spiel nach Hause holen. Sehr schön. Die Dragoner waren sehr stark auf jeden Fall. Luce hat das sehr gut gemacht. Deswegen haben wir leider auch viele Ulane durch diese Dragoner verloren, aber wir haben sie ja jetzt wirtschaftlich so stark geschwächt. Wir haben hier einen Spieler eigentlich schon komplett die Base zerstört und jetzt waren wir schon im zweiten Spieler und jetzt wäre hier schon der dritte Spieler gekommen. Also wir hatten einfach zu viel, glaube ich, zerstört von den feindlichen Gebäuden und auch von den feindlichen Siedlern. Sind jetzt auch alle ins dritte gegangen, wie die Feinde auch außer der Captain hier. Deswegen waren wir technologisch auf demselben Stand. Ich hatte jetzt sogar Plänkler, also mit der Armee wäre ich jetzt auch, wenn ich nochmal 10 Plänkler gehabt hätte, losgezogen als Verstärkung. Und dann hätten sie, glaube ich, nichts mehr dagegen machen können, weil die Plänkler wären besonders stark gegen die Dragoner gewesen. Das können wir uns hier nochmal kurz anschauen. Das sehen wir hier nochmal. Zweifachen Schaden gegen leichte Kavallerie und das sind eben Dragoner. Deswegen ist das schon mal nicht schlecht. Sie sind natürlich nicht so schnell wie andere Dragoner, aber dafür sind sie auch gut gegen Infanterie. Und deswegen habe ich mich in dem Fall für die Plänkler entschieden. Als nächstes hätte ich eigentlich noch mal ein bisschen stärker auf Holz gehen müssen, um ein zweites Dorfzentrum zu bauen. Das wäre auf jeden Fall schon fällig gewesen. Aber ich habe mich jetzt auf den Push mit den anderen hier zusammen konzentriert. Auch der Japaner hier, Jura, hatte sehr gut seine Ashigarus im Griff, hatte immer viele dabei, genügend zusammen mit mir, dass wir hier die Infanterielast packen konnten. Und mit den Ulanen hat uns Karot auch immer sehr gut unterstützt. Ein sehr schönes Spiel, wie ich finde. Ein schönes 3 vs. 3 mal. Hier schauen wir mal auf die Statistiken. Luce hatte die meisten Rohstoffe. Der Orangene war auch sehr stark. Dann kam aber auch schon Jura als Japaner klar mit seinen Schreien. Wir waren schon der drittstärkste mit den Rohstoffen als Franzose. Ist das, denke ich, auch in Ordnung. Wir hätten natürlich noch ein bisschen besser sein können. Jura hat auch die meisten Kills gemacht, sehr gut. Wir haben 83 Kills gemacht und damit die drittmeisten. Der Chinese war noch 2 Kills vor uns. Okay, alles klar. Wir haben aber die meisten Gebäude zerstört, wie ich sehe. Und leider... Oh ne, wir haben die wenigsten Einheiten verloren. Das war doch mal gut. Eine gute Kill-Verlust-Rate sozusagen. Sehr schön. Schauen wir mal auf die Zeitlinie. Dorfbewohner. Oh ja, der Captain, der Brit, ist hier richtig abgegangen. Und dann hat er aber richtig seine Siedler verloren, weil wir auf ihn draufgegangen sind. Und damit war die Britenwirtschaft am Ende und er konnte gar nicht ins Dritte gehen. Er war der Einzige, der Captain leider, der nicht ins Dritte gehen konnte. Und dann so geschwächt von uns wurde. Da konnte er dann leider nichts mehr dafür, konnte auch nicht mehr genügend Truppen bauen. Wir hingegen waren ganz gut, denke ich, dabei hier. Ich war auch auf einem ähnlichen Mix und ich hatte ja sogar Couröre. War da echt immer gut dabei, würde ich mal behaupten. Und Jura am Ende nochmal ordentlich Wirtschaft leisten können. Schauen wir hier nochmal kurz, alle Rohstoffe gesammelt. Ja, da war halt der Franzose Nus sehr stark. Und hier der Japaner. Wir waren hier mal eine Zeit lang sogar Platz 1 bei dieser Kurve. Genau. Nur der Chinese hat halt nicht so eine starke Wirtschaft gehabt, wie es oftmals der Fall ist. Gut, dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon wieder mit diesem Video. Ein sehr schönes Video, ein 3 vs. 3. Und interessanterweise haben wir uns mal hier nicht in der Mitte für die FB entschieden, wie es ja oft gemacht wird, sondern für die Seite. Und scheinbar haben die sich für dieselbe Seite entschieden. Und so kamen wir hier zum Kampf auf meiner Seite, was gar nicht so schlecht war. Ich hatte dann also nur kurze Zeiten, bis meine Soldaten kommen konnten. Natürlich war auch bei mir die Gefahr, dass Siedler angegriffen wurden und deswegen hatte ich, glaube ich, auch ein paar Siedler verloren. Man sieht hier, die Feinde waren aber auch schon auf der mittleren Karte aktiv, genauso wie wir. Die muss man halt auch immer nutzen, um noch die Ressourcen hier zu verwenden, wie ich es auch ein bisschen gemacht habe. Gut, und damit, Freunde, mit dem letzten Schuss hier auf diesen Dragoner, sehr schönes Bild, verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr dieses 3 vs. 3 fandet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei einem meiner Videos, Livestreams oder auf meinem Discord-Server. Bis dahin alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.